Shalom Aleichem. Wir sprechen heute über einen sehr interessanten Begriff, Baal Tzedoke oder Baal Tzedaka. Ein Mensch, der gibt gerne vom Herzen mit Freude Tzedaka. Tzedaka bedeutet Spende, Geld. Es gibt Menschen, die haben großzügige Seele und haben ein Gefühl, alles, was Gott hat mir gegeben, es ist überhaupt nicht meine, das ist seine. Und wenn sie geben Tzedaka, sie machen es mit einem gutes, positives, fröhliches und angenehmes Gefühl. Tzedaka zu geben ist eine sehr große Sache. Steht geschrieben, wenn ein Mensch gibt Tzedaka, er hilft jemand, spendet Geld zu Menschen, zu Organisation, zu einer Idee, egal zum jedem Ziel, wo der Mensch glaubt, es ist wichtig für ihn zu geben, zu unterstützen, diese Sache. Diese Sache ist eine göttliche Sache. Warum? Jeden Mitzwa, jeden gute Tat, was man macht, macht man nur mit einem Teil vom Körper. Wenn ein Mensch legt Tefillin, macht das mit der Hand. Wenn eine Frau zündet Kerzen, machen das mit dem Mund, mit der Hand. Wenn ein Mensch isst Matzah am Pesach, macht er mit dem Mund. Wenn ein Mensch lernt Torah, spricht er über die Torah, versteht er über die Torah. Immer nur verschiedene Körperteile nehmen teil. Wenn ein Mensch läuft in die Synagoge, machen die Füße eine Mitzwa. Es gibt ein Buch, dieses Buch heißt Sefer Charedim von Rabbi Eliezer Azkari aus Tzfat. Der hat verteilt alle 613 Gebote und Verbote zu den Körperteilen. Gebote und Verbote von den Augen, Gebote und Verbote von der Nase, Gebote und Verbote von dem Mund, von den Ohren, vom Bauch, vom Glied, von Füßen, vom Bein. Also sehr interessantes Buch, Sefer Charedim. Wo kommt Tzedaka? Wie gibt man Tzedaka? Mit der Hand, mit dem Kopf, mit den Füßen? Mit dem Mund, man sagt, dass man gibt. Interessant, er sagt, Tzedaka ist die einzige Mitzwa, wo der Mensch macht mit seinem ganzen Körper, mit seiner ganzen Seele, mit seinem ganzen Mental. Verdienen Geld ist sehr schwer. Man gießt Blut, Energie, Zeit, Mühe. Es ist sehr schwer zu verdienen. Deshalb, normale Menschen haben große Schwierigkeiten zu geben. Sie geben, was sie müssen, was sie sind verpflichtet. Von Zeit zu Zeit werfen sie ein paar Kopkes, um ihren Gefühl und ihren Gewiss zu besänftigen und zu beruhigen. Aber es gibt Menschen, die heißen Baal Tzedaka. Was bedeutet Baal Tzedaka? Baal Tzedaka ist ein großzügiger Spender. Einer, der gibt immer mit Freude und gerne. Und sein Herz tut nicht weh, wenn er gibt. Es war in der Zeit von der alten Rebbe ein großer Gewirr, ein reicher Mann, der ist Rabbi Pinchas Reises. Rabbi Pinchas Reises war ein Gewirr und sein Haus war offen für arme Leute, für Bedürftige, für reiche Leute, für Torah-Gelehrte, für verlorene Menschen. Jeder, der kam, hat bekommen Essen, Trinken, Schlafen und dazu noch ein bisschen Geld für unterwegs. Das ist eine unglaubliche Großzügigkeit und Nettigkeit zu sein, ein Baal Tzedoke. Baal Tzedoke ist ein Mensch, der jeder, der öffnet die Hand, gibt er etwas und mit Großzügigkeit. Steht geschrieben, wenn ein Mensch gibt Tzedaka, Spende, Charity, mit Freude, es bringt drei Sachen. Es macht in den Himmel süß unser Urteil, Hamtakat Adinim. Es bringt die Geula, die Erlösung, das Ankommen von Moschiach. Und es beschleunigt die Triata mit ihm, das Wiederaufstehen von den Toten, von den Verstorbenen. Wir werden nur schließen mit der Idee, was bedeutet Tzedaka in die heilige Sprache? In anderer Sprache Tzedaka bedeutet Charity, Spende, Sponsoren und so weiter.
צדקה, oder צדוקה, heißt Gerechtigkeit, צדק. Was ist Gerechtigkeit? Du hast, der hat nicht. Du hast eine Pflicht, ihm zu geben. Sein Teil, was ihm fehlt, liegt in deiner Tasche. Also Hashem hat das so gemacht in der Welt, dass es gibt in dieser Welt Reiche und Arme. Die, was haben und die, was haben nicht. Die, was haben nicht, das, was sie haben, liegt bei den Reichen. Die Reichen haben das in ihrer Tasche. Denn wenn ein Mensch hat, soll er seine Hand stecken in seine Tasche und öffnen und geben an dem anderen und nicht denken, ich bin besser, ich bin was Feineres, ich bin was Besonderes, oh, ich bin ein größer Knacker, Moishe Groß. Du bist nicht kein Moishe Groß. Du machst das, was Gott hat dir gesagt und befohlen zu tun. Sei froh, dass du bist an die Seite vom Geben. Es ist viel schöner und besser und feiner und angenehmer zu geben, als sich zu schämen und zu blamieren und sich auf dem Boden zu stehen, um zu schnorren und zu betteln und bei dem anderen was zu bedürftigen. Also sei froh, du bist an die Seite von Geben. Jeder soll sich testen, ob er sich ein Balzdocke, ob du bist ein Balzdocke, ob du bist ein Mensch, der gibt, aber wenn er gibt, gibt er es mit Freude, so wie es steht geschrieben in die Torah, 5. Buch Mosche. Velo yera libcha betitralo. Also soll dein Herz nicht schlecht sein, wenn du gibst. Patoach tiftach, öffne dein Hand. Warum steht das geschrieben? Öffne zweimal, öffne, öffne. Weil um Tzedakah zu geben, braucht man zwei Sachen öffnen. Muss man öffnen das Herz, der Lev, muss man im Herz Licht haben, Ohr. Und später, und denn wenn der Herz ist offen, muss man auch öffnen die Tasche. Deshalb sagt die Tora, Patoach tiftach. Öffne, öffne. Das heißt, wenn du gibst, es muss zwei Sachen offen sein. Deine Tasche und dein Herz. Ein Balzdocke ist einer, der besitzt sein Herz und seine Tasche und er ist immer an die Seite vom Geben. Wie kann man sich praktizieren, zu sein ein Balzdocke? Jeden Morgen soll man legen mindestens 3 Münzen in eine Dose, in eine Kupa. Und irgendwann sammeln die Dose und es weiter spenden und geben an die Sache, was du so richtig hältst und vorschlägst. Ich wünsche euch alle, viel Tzedakah zu geben und immer sein an die Seite von dem Geben und Gott behüte, Gott bewahre, nicht sein an die Seite vom Nehmen und Verlangen. Und in dem Moment, wenn wir unser Herz und unsere Tasche und Hand öffnen, es wird nicht sein Evion Baaretz, es wird nicht sein mehr Arme in der Land, in der Welt. Weil wir können dem anderen helfen und nicht beschweren und sagen, ja, warum macht er nicht, warum arbeitet er nicht, das geht uns nicht an. Wenn er ist so und er braucht, unsere Aufgabe ist zu geben. Du willst nicht kontrollieren dem anderen, warum? Weil du willst nicht, soll Gott dir kontrollieren. Wenn eine prüft und kontrolliert jemand dem anderen, Hashem wird ihm auch beginnen zu prüfen und zu kontrollieren. Und ich sage, Hashem, bitte prüf mich nicht, kontrolliere mich nicht, ich werde Liebe geben, als du mich kontrollierst, ob ich etwas verdient oder nicht. Du hast das nichts verdient. Gott hat dir gegeben, der hat entschieden, du wirst sein an die Seite von dem Geben. Denn gebe und sei froh und sei glücklich. Patoach, Tiftach, Naton, Titen. Und mach das mit deiner Freude und mit Liebe. Und jeden Tasche, die wird leer von Tzedakah, bekommt viel mehr Geld drinnen. Woher weiß ich das? Das habe ich gelernt von einem Bauer in Kfar Chabad, Susi Krivkin. Er hat gesagt, wenn man melkt die Kuh, kommt frische Milch drinnen. Wenn man melkt nicht die Kuh und bleibt alles bei den Zitzen, bei den Häuten, von die Kuh, dann kriegt sie eine Infektion, eine Krankheit, die Kuh wird sterben. Was passiert, wenn du alles sammelst bei dir? Lass dich melken, lass geben Milch, du wirst bekommen so viel Milch wie eine holländische Kuh, du wirst geben 70 Liter pro Tag. Sei gesund und kol tuv sela. Amen.